Nein, falsche Tasten getroffen. Dann flippen. Und dann pasten. Ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Es dürfte aber soweit alles stimmen. Und dann baue ich hier auch mal wieder die Blöcke auf. So. Soweit sähe jetzt das Gewölbe aus. Und jetzt müsste ich eigentlich nur über die Kante flippen, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Eigentlich am besten, indem ich den Teil hier einfach rotiere. Von daher wähle ich jetzt diese Blöcke wieder aus. Kopiere sie von der Mitte aus. 90 und paste sie, aber ohne die Luft, damit er nicht das alte, was ich da schon habe, zerstört wird. Hier sieht man schon, es ist nicht ganz gelungen. So. Jetzt sieht man schon etwas mehr vom Kreuzgewölbe. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass da auch irgendwas schief gegangen ist. Das müsste ich mir auch mal von außen anschauen. Nicht, dass da auch von außen das Gebäude betroffen ist. Aber ich glaube, das passt alles soweit. Von daher gehe ich wieder hinein. Und muss jetzt wirklich überlegen, was da eigentlich schief gelaufen sein könnte. Denn aus irgendeinem Grund haben wir hier dann eine Unregelmäßigkeit. Soweit stimmt noch alles. Nee, da. Eigentlich ab hier sind so gewisse Fehler. Die liegen aber eigentlich noch darin, dass es diese Schicht ist einfach. Was könnte passiert sein? Ein Fall für Galileo Mystery? Oder einfach für einen, der hier nur baut? Ich glaube, am besten sieht es aus, wenn ich das so regelmäßig mach. Und das macht dann aber hier wieder wenig Sinn. Nee, so macht Sinn. Da könnte ich dann aber auch hier noch diese Reihe an Blöcken setzen. So, das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Und hier und dort und dann müsste das Gewölbe, aber ich glaube, es stimmt noch nicht so ganz. Hier stimmt alles soweit. Ja, bestimmt habe ich irgendeinen Fehler übersehen, aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Von daher bemühe ich mich jetzt einfach mal hier um einen Versuch, das Ganze mal rundum zu drehen. Kopiere also wieder alles. Drehe es um 90 Grad. Paste. Und mach das jetzt noch zweimal. Und dann entsteht ein, naja, zumindest akzeptables Kreuzrippengewölbe soweit. Nur, dass ich jetzt zum einen erstmal ein. Später muss ich einen Schlussstein bauen, der hübsch ist. Und die Rippen fehlen natürlich, die so für das Kreuzrippengewölbe ganz typisch sind. Aber soweit ich weiß, kaum statische Bedeutung haben. Also, nicht wirklich von Bedeutung sind für das Gebäude selbst. Also, so vom statischen Aspekt her. Und ich mache das, glaube ich, auch besser mit den Slabs. So, mal gucken. Ich muss sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir das so alles wirklich richtig gut gefällt. Also vielleicht kann man nämlich hier noch Blöcke setzen.
und das Ganze etwas mehr an diese Form angleichen. Ich glaube, das hier ist besser, auch wenn man jetzt kaum Unterschied sieht und wahrscheinlich die User das eh nicht interessieren wird. Aber ich bin da irgendwie, was so Sachen angeht, dann doch kritisch mit mir selber. Und meistens wird es dann doch nie so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eigentlich ist auch kein Gebäude von mir wirklich perfekt. Und andere Gebäude von anderen Leuten, da habe ich immer das Gefühl, die sind so perfekt und frage mich immer, wie die das schaffen. So und so, die decke ich jetzt noch ab, aber sonst ist das Gewölbe eben sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich gefällt, ob so ein Kreuzrippengewölbe in Minecraft überhaupt gut aussehen kann. Aber ich baue das jetzt einfach so und wenn ich dann aus dem Team geschmissen werde, dann ist es mir sowas von egal, denn ein gewisser Lerneffekt muss ja dabei sein und um den bemühe ich mich. Und was mir auffällt, ich habe hier einen Teil nicht richtig mitkopiert. Mitrotiert, meine ich. Das heißt, ich baue hier noch ein Teil nach. So. Ich glaube, so müsste es nicht ganz sein. Huch, warum fehlt denn jetzt hier wieder dieser Teil? Wahrscheinlich bin ich hier auf, da das alles so gleich aussieht in jede Richtung, bin ich jetzt wahrscheinlich auf der falschen Seite. Ja, das war die Originalseite. Das heißt, ich muss mich nur hier darauf konzentrieren, dass es hier genauso ist wie auf der anderen Seite. Das heißt, hier sind diese. Nee, da ist nix. Ist auch nix. Da könnte man vielleicht hier noch so welche hinsetzen. Hier auch. Die restlichen sind alle von diesen Slabs wieder. Und dann kann ich das nochmal drehen, bevor ich dann versuche, die Rippen einzufügen. Nein. Nein. Na. So. Nein. So, mal gucken, ob der das jetzt überhaupt gemacht hat, so wie ich das will. Irgendwas ist doch falsch. Dann kopiere ich das nochmal an der richtigen Seite und gehe da nochmal ein bisschen weiter hier. Irgendwo hier hin, dann dreht er das auf jeden Fall alles nochmal mit. Und ja. Nein. Ah. So. 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 Und so. Jetzt müsste es aber überall so sein. Sieht so aus. Dann versuche ich jetzt noch die Rippen einzufügen und danach wäre ich eigentlich auch fertig gewissermaßen. Und was ich als erstes mache, ist, dass ich hier quasi einen Schlussstein, vielleicht sogar aus Gold, oder sieht Gold in dem Zusammenhang nicht gut aus? Vielleicht einen Schlussstein lieber doch aus. Nein! Oh je. Hatte das noch alles, was ich gebaut habe? Denn ich hatte ja eben ein End of Stream. Und manchmal ist das ein echt ungutes Zeichen. Ach, ich fliege ja noch, aber ich bin im Survival Mode. Das ist natürlich auch ganz witzig. Shit happens. So. Und so. Ihr merkt vielleicht, ich bin noch nicht so ganz wieder in dem Kommentierding drin. Das tut mir auch sehr leid.
aber ich kann es momentan nicht ändern. Das ist jetzt mal mein Schlussstein. Und jetzt muss ich von jedem dieser Rippen hier quasi so Holz ausgehen lassen. Ich glaube, die setze ich doch nochmal hin. Das heißt, die müssen alle da in die Mitte. Ich glaube, ich mache das jetzt ein. Ich mache jetzt ein einfaches Kreuzrippengewölbe. Eigentlich wollte ich ein komplexeres machen, aber da habe ich dann doch ehrlich gesagt die Befürchtung, dass das nicht fertig werden könnte. Und aufgrund dessen mache ich das jetzt doch lieber so. Und da soll das hin. Oder vielleicht eher. Ja, das ist jetzt die Frage, wo man das dann hinführt. Ob man das so hinführt oder direkt in die Mitte. Ich glaube, ich entscheide mich für direkt in die Mitte. Sodass man dann quasi hier den Schlussstein stärker spürt. Das heißt, ich mache das jetzt hier genauso, mache das dasselbe dann nochmal. Geht es dann wieder und danach wäre ich dann quasi auch fertig mit meinem Gewölbe. Und ich habe ja doch etwas Angst, dass das nicht so gut aussehen könnte. Das ist leider nicht ganz so geworden, wie ich mir das erträumt habe. Naja, so richtig erträumt habe ich es mir nicht, aber ich habe zumindest gehofft, dass es eigentlich ganz gut aussehen müsste, weil es eben in der Realität auch echt wirklich gut aussieht. So, wenn das jetzt überall so ist, sieht es dann gut aus. Vielleicht, wenn ich hier noch ein bisschen mehr Dynamik reinsetze. Das heißt, hier, der muss ja auch so sein, dann so. Naja, im Zweifel wird es dann wohl noch geändert werden. Ich fliege jetzt nochmal raus, kopiere nochmal denselben Bereich, der ja eigentlich auch noch ausgewählt sein müsste. Von daher ist das jetzt vielleicht nicht ganz unbedingt nötig gewesen. /copy. Dann drehe ich es einmal. Paste es. Drehe es. Paste es. Drehe es. Paste es. Und drehe es nochmal. Paste es nochmal. Ich weiß nicht genau, wie oft ich das brauche. Und dann wäre ich mit meinem Kreuzrippengewölbe fertig. Es ist ein bisschen anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Aber man muss sagen, es ist zumindest ein Kreuzrippengewölbe. Und ich hoffe, dass das so ankommen wird, wie es jetzt momentan ist. Wenn das nicht gefällt, dann nehme ich das in Kauf für den Lerneffekt, den ich daraus hatte. Denn dieser YouTuber wird es wohl überleben. Ich meine, er hat dafür zwar vielleicht ein bisschen Geld bezahlt, aber ich glaube nicht, dass er auf solche Details nur richtig achtet. Und das also das ganze Gebäude völlig hinterfragt. Natürlich ist es immer so eine Sache. Ich möchte natürlich nichts Schlechtes abliefern. Ich möchte kein schlechtes Bild machen, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann, glaube ich, auch und schreibe den dann mal. Von daher, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt, was ein Kreuzrippengewölbe ist. Ansonsten könnt ihr euch auch nochmal darüber informieren. Und dann sage ich Tschüss, bis dann.